Come on, let's sneak out again. I want to find some treasure. They're going to be partying all night. They won't even know we've snuck off. I'll be up on the deck. And don't give the game away, got it? Yeah. Und damit herzlich willkommen zu Dragon Quest Treasures! Ja, so ziemlich das erste Dragon Quest Display, was ich auf dem Kanal mache. Und was? Das ist super hochspringen. Ja, ich weiß nur von dem Spiel, dass es halt so ein bisschen ähnlich ist wie Pokémon. Beziehungsweise ist es halt generell RPG. Und spezifisch dieses Spiel ist, glaube ich, auch eher wie Pokémon, dass man so eine Party hat mit Monstern, mit denen man kämpfen kann. Ansonsten weiß ich gar nichts. Nur, dass das hier eine spaßige Erfahrung sein wird, gehe ich mal von aus. Hier, wir spielen als Eric mit unserer Schwester. Sind wir hier in, keine Ahnung, sieht aus wie ein Schiff oder so. Bin mal gespannt. Es ist Midas Notizbuch, auf dem ein Band steht Schatzgeschichten. Schatzgeschichten, Eric und ich sind abends wieder heimlich in einem der kleinen Boote rausgefahren. Wir haben eine Höhle gefunden und darin den hübschesten Stein, den ich je gesehen habe. Aber so schön er war, einen Schatz würde ich ihn nicht gerade nennen. Ich habe das komische Gefühl, dass wir nächstes Mal, wenn wir uns vom Schiff stehlen, einen waschechten Schatz finden werden. Den nämlich, auf den wir es abgesehen haben. Okay, auf welchen denn? Eins von Midas Bildern, sie hat das hier aufgehängt, um das Guckloch zu verdecken. Ja, schlau. Nehmen wir mit den Eltern, oder? Wie sieht's aus? Ich weiß gar nichts über dieses Spiel. Das wird komplett blind für uns. Eine Weltkarte. Eric malt sich all die spannenden Orte aus, die es zu entdecken gibt. Ich weiß nur, dass Eric einer der Hauptprotagonisten aus Dragon Quest 11 ist, soweit ich weiß. Das ist das Einzige, was ich über ihn weiß. Und hier sieht man seine Kinderjahre so gesehen. Da bin ich mal gespannt. Eine Truhe mit Wikinger-Schätzen. Eric weiß, dass es keine gute Idee wäre, sie zu öffnen. Stattdessen sehnt er den Tag herbei, an dem er und Milda ihren eigenen Schatz haben. Aha, es sind also keine Piraten, keine Diebe. Ich habe jetzt keine Einstellungen hier gemacht, aber grafisch sieht es schon ganz nett aus, oder? Das Spiel kam anfangs nur für Nintendo Switch raus und dann ein paar Monate später gab es aber auch einen Steam-Release. Den spielen wir hier. Einfach, dass ich mir dachte, ja, schöne Grafik bevorzuge ich da tatsächlich. Was haben wir hier? So ein Dino-Kopf, so ein Glurak-Kopf. Die Wikinger müssen ihn bei einem Raubzug erbeutet haben. Okay. Hallo. Schau an, wenn das nicht der kleine Eric ist, unsere diebische Elster. Wie lange ist es her, dass wir dich und Mida an Bord geholt haben, hä? Eine ganze Weile, so viel steht fest. Aber du freust dich bestimmt über dein Glück, stimmt's? Ein sicherer Job auf einem Wikinger-Landschiff. Davon können die meisten weißen Kinder nur träumen. Hey! Wie bitte? Du wirst einen Schatz finden, der dich reich genug macht, um von diesem Schiff runterzukommen? Ja, nie im Leben. Sag mal, wie viele Schätze hast du denn schon gefunden? Ich habe schon ganz viele gefunden. Ach, lieg nach. Ein Zwergvideo findet doch nicht mal einen Schatz, wenn er eine Karte mit einem großen X drauf hätte. As you can see, wie du siehst, feiern wir heute Abend hier. Und wir lassen uns bestimmt nicht von einem dreckigen Jungspund dabei stören. Also geh zurück in dein Zimmer und schlaf. Wir haben nämlich Besseres zu tun. Mida muss einen anderen Weg an Deck gefunden haben. Du solltest lieber nach einer anderen Route suchen. Okay. Wir schleichen uns wortwörtlich hier wieder raus. Skull, mach das Zahnfleisch weg. Lass das Feuerwasser fließen. Die Katze und das Schwein sind so seltsam. Sie werden uns ein schönes Süppchen einbringen. Okay, was geht hier ab? Okay, bewegen, springen, untersuchen, Kamera bewegen, Menü. Ja, hier sind so einige Punkte, die wir aber noch nicht genauer untersuchen können. Wir können uns mal die Optionen anschauen. Weil hier die Steam-Version hat extrem viele Optionen, habe ich gehört.
Unter anderem. Bildrate können wir mal ändern. Oh, 90 FPS, oder? Warum nicht, ne? Warum nicht? Ja, Untertitel passt. Grafikeinstellungen. Ja, hoch! Wollen geile Grafik haben! Und bisher würde ich sagen, passt das eigentlich mit der Lautstärke, oder? Das mache ich mal auf ganz laut. Ja, bisher geht's eigentlich. Ja, passt. Sieht schön aus. Bisher gefällt mir das. Wenn du in die Hocke gehst, könntest du dich hier gerade so hindurchzwängen. Okay. Vielleicht kannst du dich hier in die Hocke setzen. Ah, Stick reindrücken. Gib mir so eine rechte Hand so davon. Sonst hilft dir niemand. Und da habe ich sie mir geschnappt. Eine komische kleine Katze und ein Schwein. Aber mit Flügeln. Erst habe ich sie vom Monster gehalten. Aber dafür waren sie zu zahm. Bestimmt sind sie selten. Und was das heißt, wisst ihr ja. Darauf trinke ich. Die werden uns reich machen. Und so, und wo sind sie jetzt? Hoffentlich hast du sie sicher weggesperrt. Ach, mach dir da mal keine Sorgen, Mann. Die baumen in einem Käfig vom Mast. Da kommen sie so schnell nicht raus. Okay. That's a good price, Mann. Jetzt machen wir mal alles runter. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, wie das in Post aussieht. Auf den Regalen sind Bücher aufgereiht. Die Wikinger schmökern gerne, wenn sie nicht mit Plündern und Brandschatzen beschäftigt sind. Eric für seinen Teil kann mit Büchern nichts anfangen. Ja, viele Jüngere können ja gar nichts mit Büchern anfangen. Ich habe damals zwar Bücher gelesen, aber auch selten. Heutzutage wenn dann nur Mangas. Wir Wikinger, wenn wir Wikinger von einem erfolgreichen Raubzug zurückkommen, fließt das Feuerwasser 3 Tage und 3 Nächte lang. Aber natürlich nicht für Jungspunde wie dich. Lass dich bloß nicht beim Probieren erwischen. Ihr geht davon aus, dass wir probieren wollen. Okay. Ihr merkt es vielleicht auch schon in der Länge des Parts, dass ich in diesem Let's Play längere Parts machen werde. Denn das Spiel ist auch ein bisschen länger. Und deshalb finde ich das angebracht. Ich will keine Met mehr. Hast du viel getrunken oder was? Wie bitte? Du willst uns auf einem unserer Raubzüge begleiten? Das ist doch nichts für Grünschnäbel wie dich. Das wirst du schon noch sehen, Mann. Das wirst du schon noch sehen. Eine Weltkarte. Eric malt sich all die spannenden Orte aus, die es zu entdecken gibt. Oder Eric? Eric? Wahrscheinlich Eric, oder? Sail, Eric! Mida ist gerade zum Deck hochgestiegen. Geiles A, E in einem. Hat mich gewundert, dass sie allein unterwegs war. Doch, ihr beiden wärt unzertrennlich. Ja, ich mag meine Schwester, natürlich. Was geht denn hier ab? Kann ich mitmachen? Bist du jung? Na, okay. Ich hab's ja mal versucht, ne? Aber es ist komisch, manchmal teleportiert man sich so ein bisschen nach oben. Da, seht ihr? Bisschen weird. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ja, wir sind auf einem großen Piratenschiff. Wow. Geht ja schon mal gut los. Oh, und die Kamera kann ich zentrieren? Mit dem rechten Stick? Was? Eric? Wo? Aber... sieht schon nice aus, ne? Ach, da oben ist sie. Aber was haben wir denn hier? Wollen wir das mal anschauen. Damit ziehen die Wikinger in den Anker hoch. Eric darf es nicht anfassen. Okay. Dann halt nicht. Hehe, da hast du aber Zeit gelassen. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. War nur Spaß. Kann es kaum erwarten, einmal selbst einen Schatz zu finden. Dann machen diese Wikinger sich nicht mehr über uns lustig. Und vielleicht haben wir heute Abend Glück. Stell dir vor, was für ein blödes Gesicht sie machen, wenn wir mit was richtig Tollem zurückkommen. Warte, niemand hat gesehen, wie du dich herausgeschlichen hast, oder? Are you serious? Ist dein Ernst, Mann? Ach, was soll's. Bestimmt haben sie es schon vergessen bei dem ganzen Trubel. Das Boot ist bereit. Vielleicht könnten wir eine der kleinen Inseln da hinten nochmal einen Besuch abstatten. Hm? Nanu, was war denn das? Eine Katze, vermute ich mal. Oh, 2 zauberhafte Katzen in einem Käfig. Achso, stimmt, das war das fliegende Schwein, hat er erzählt. Das müssen die merkwürdigen Wesen sein, von denen die Wikinger geredet haben. Ach, die Armen. Come on. Wir können sie nicht einfach da drinnen eingesperrt lassen. Los, befreien wir sie.
Hinaufklettern können wir bestimmt nicht. Aber ich wette, damit kriegst du den Käfig von dort herunter. Was womit? Eric erhält 10 Kiesel von Mida. Kieselstein, eine Steuerkugel, die einem Gegner sehr geringen Wuchtschaden zufügt. Okay, so. Early Game Attacke. Du kannst Kiesel und Kugeln als Munition für die Schleuder benutzen. Wir haben die Schleuder einfach so? Okay, krass. Also selber dauert es bis zum ersten Dungeon meistens. Halte den rechten Trigger gedrückt, um die Schleuder zu spannen. Zieh mit dem rechten Stick und lass dann den Trigger los, um zu schießen. Drücke bei gespannter Schleuder X, um die Munition zu wechseln. Es gibt passende Kugeln für jede Gelegenheit. Wäre also gut. Wenn du gedrückt hältst, die Schleuder gespannt hast, kannst du einen Feind ins Visier nehmen. Okay, und dann LB oder RB drücken. Okay, um das Ziel zu wechseln. Okay, muss mal schauen. Ich werde schon herausfinden. Wie schwer kann schon werden? Bam! Nehmen wir die. Bam! Immer noch nicht. Kugeln wechseln. Ansonsten. Ah. Mit den vorderen Schultertasten kann ich automatisch andocken. Okay. Oh, wie süß. Geht's euch beiden gut? Ich will's hoffen. Stell dir nur vor, in einem kleinen Käfig eingesperrt am Mast zu hängen. Das ist einfach schrecklich. Das sind aber wirklich ungewöhnliche Gesellen. So was habe ich ja noch nie zuvor gesehen. Die sehen auch ein bisschen eigenartig aus. Schätze. Hunger. Nee, Mann. Oh nein. Hey, hört auf damit. Habt ihr denn nicht bemerkt, dass ihr jetzt frei seid? Oh. Weg ist er. Oder will uns das zeigen? Grunz. I get it. Ah, I get it. Ich verstehe es jetzt. Sie wollen, dass wir ihnen folgen. Vielleicht werden sie sich ja bei uns bedanken, indem sie uns zeigen, wo all die guten Schätze versteckt sind. Hehe. Tja, träumen darf man ja wohl, oder? Schließlich ist alles möglich. Let's go. Also dann, let's go. Beeilen wir uns. Diese komischen Kreaturen werden nicht ewig auf uns warten. Let's go. Was hast du da für einen Timer? Bereit, den See zu stechen? Na klar! Also gut, nächste los! Wollen wir da hinein? Hey, you two! Uh-oh. What's all this racket? What's going on? Let them out! Uh-oh! Let's get out of here! You little! You're for the gross when we get our hands on you! That was a close one! Now let the adventure begin! There's treasure out there! I just know there is! Ein Problem gibt's da nur. Was ist mit Essen und Trinken? So. Schnelle Schleudertipps. Ja, das wissen wir schon. Ein großer, hübscher Baum. Bunte Wolken, wo kommen wir denn da jetzt wieder raus? Ist das so eine gute Idee? Ich muss da voll an Sea of Thieves denken, ne? Sorry, aber. Kriegt man gleich wieder Lust, ne? Since when was there an island around here? Seit wann ist hier eine Insel? Wie? Soll das heißen, ihr kennt euch hier nicht aus?
Oder ihr kennt euch sogar aus? Eric, hier drüben. Ja, Moment. Ich muss mich nur kurz ein bisschen umschauen, dass ich auch so einen Eindruck habe von dem Ganzen hier. Ey, das hat aber was. Sehe und staune. Ja, ja. Wie tief das da hinuntergeht. Ja. Ziemlich tief. Mann, jetzt komm doch endlich. Ja, ich komme ja schon. Ich kann nicht rennen. Hier gibt's bestimmt Schätze. Ich würde es aber hoffen, sonst war es der Aufwand nicht wert. Jetzt sind nämlich alle sauer auf uns. Sollen wir überhaupt noch mal zurückkehren und uns blicken lassen? Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee wäre. Oh, schau mal. Ich habe Rätsel gelöst. Schau, sie ist aufgegangen. Jetzt hat das so ein Unterwassertempel wie in Sea of Thieves. Anscheinend funktioniert es nur, solange man am richtigen Fleck steht. Ja, jetzt ist dir aufgefallen, ne? Hey, ich habe eine Idee, Eric. Stell dich auf diesen Schalter dort und ich sehe nach, was hinter der Tür ist. Warum nicht andersrum? Warum muss ich immer die ganze Arbeit machen? Egal. So reingeslidet. Ach, jetzt spielen wir als sie? Oh, wir können auch als die Schwester spielen. Mida. Eric und Mida. Ja, nice. Wenn das so ist, dann ducken wir uns mal hier runter. Eric, du wartest da. Gut. Ich hoffe, mein Bruder wartet auf mich. Oh, großer Schalter. Und ich kann hochspringen, wirklich sehr hoch. Ah, nice. Dann kann Eric ja jetzt herkommen. Können wir jetzt immer mit den Charakteren wechseln? Wir haben es geschafft, Mida. Schau, da drüben. Oh. Was geht denn da ab? Wow, Schätze. Sieht aus wie zwei Dolche. Ich will rein in den Schatz. Die sind doch bestimmt ein Vermögen wert. Wir werden reich. Die Katze und das Schwein müssen von diesem Ort gewusst haben. Ich frage mich, was es mit ihnen auf sich hat. Aber darüber können wir später nachgrübeln. Schnappen wir uns erstmal diese Dolche. Es sind zwei Stück. Einer für jeden von uns. Komm schon. Ich dachte, das spielte Voice Acting, aber nur in den Cutscenes scheinbar. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, Dragon Quest 11? Also, theoretischer Nachfolger, wenn man so will. Ich glaube, der hat komplett Voice Acting, aber war jetzt auch nicht genau. Also, ihr wusstet davon? Oho. Okay. Alles klar, mehr muss ich nicht wissen. Was bist du denn da? Versuchst du ihn rauszuziehen? Ach, zwecklos. Sie rührt sich nicht. Probier den anderen Meter. Ich glaube, wir müssen sich vielleicht beide zur gleichen Zeit ausziehen oder so. Wieso das denn? Okay, ich versuch's. Komm schon, Meisterschwert, raus da! Hey, ja! Boah. Sie ist go nice, krass. Didn't expect that. But we got them. We got them all right. Treasure. Schon hübsch. Warte mal. What the hell? So it's really you. About time too. You can speak? Of course I can. You two just couldn't understand me before. That's the power of the daggers. Wow. Wow, jetzt können wir sie hören. I decided I'll be taking the girl. Hey! I thought we agreed no bag seats. Fine, I was going to choose the boy all along anyway. Well there, who even are you guys? They're a bit on the young side, aren't they? You really think this is them, the legendary treasure hunters? Well, there's only one way to find out. What is this all about? Are you ready? Are you steady? Go! Hä? Was zum... Nein! Eric, nein!
Na komm. Ich wollte schon sagen, spring schon mit rein. Here I come. Gut. Na, nicht gut, was ist gerade passiert? Wir wurden von den beiden entführt, so gesehen. Aber jetzt erstmal Square Enix präsentiert. Dragon Quest Treasures. Drachenmission Schätze. Tadam, abenteuerlustige Geschwister. Ab ins große Abenteuer. War anstrengend durchs Wurmloch. Schaut mal da, Monster. Wie süß. Ein Schleim und eine Fledermaus. Wie Cartoon die auch aussehen. Da, mein Dagger, mein Dolch. Schön, dass ich den noch gefunden habe. Kann ich zufällig? Ja, Stimmlautstärke Maximum. Das wäre gut. Wenn die gerade ein bisschen leise waren. Der Dolch, den Mida in der Ruine gefunden hat, steckt fest in der Erde. Er scheint irgendwie mit ihr durch das Portal transportiert worden zu sein. Den Dolch aus dem Boden ziehen? Yes! Vermutlich können wir später auch frei switchen zwischen Mida und Eric. Würde ich mal vermuten. Aber ja, nice! Richtiger Rollercoaster hier. Dun, 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 dun. Yeah, wir haben den Deutsch gefunden. Eine merkwürdige Macht scheint sie zu erfüllen. Wo könnte Eric nur hin sein? Sollte ihn lieber suchen gehen. Okay, die Texte da unten sind ein bisschen komisch. Manchmal sind es ihre Gedanken und manchmal ist es einfach nur so ein allgemeiner Text für den Spieler. Das ist immer sehr weird. Okay, wir können springen. Steine werfen. A abbrechen. Und das war's. Mit denen können wir auch nichts anfangen, mit den Viechern. Die schlafen hier halt. Wir wollen sie auch nicht wecken, ne? Wollen jetzt nicht unnötig einen Kampf starten. Dafür ist noch zu früh. Aber schau mal, wie süß die hier ist. Mit einer Schleife. Sind die da hier beide männlich? Oder sind die einfach nur... Was ist das so Normies, Mann? Keine Ahnung. Was geht denn da ab? Hallo? Kann man dir helfen? Bong! Irgendwie nicht. Am Tor prangt ein großes Vorhängeschloss. Es muss einen Weg geben, es zu öffnen. Hä? Wow. Ach, das Mädchenschleim. Hä? Hä? Was ist das für Sammel? Der rosa Schleim steckt offenbar in Schwierigkeiten. Schätze? Wie? Sie scheint sich nervös umzusehen. Fast so, als würde sie irgendwas suchen. Oh, sie mag mich. Oh. Ob sie etwas verloren hat und möchte, dass Mida ihr dabei hilft, es zu finden? Hast du auch den Schlüssel verloren? Musst du auch dadurch? Dann lassen wir sie gemeinsam suchen. Wabbelinda, der süße Schleim, schließt sich der Gruppe an. Yay, unser erstes Mon. Wähle deinen Skylander. X? X markiert die Stille. Irgendwo am Rande war das. Erstaunlich. Mida hat gesehen, wo Wabbelindas verlorener Besitz abgeblieben ist. Anscheinend hatte sie eine Vision, in der sie etwas durch Wabbelindas Augen gesehen hat. Könnte das etwas mit dem Dolch zu tun haben? Benutze die Vision, die Mida eben hatte, um Wabbelindas gesuchten Gegenstand zu finden. Naja, okay. Wenn du dich versteckter Beute näherst, haben deine Monster Schatzvisionen, die dir zeigen, wo die Wertsachen sich befinden. Ach okay, die Monster, die checken sofort, wo es ist, aber die haben halt keine Hände, du könntest auch nicht ausgraben. Halte das gedrückt und drücke A, um Schatzvisionen nochmal anzuzeigen und zwischen zu wechseln. Mhm. Help me, treasure! Ach, oben sicher nochmal. Okay. Bei den Seerosenblättern, hier sind die? Also hier vielleicht so. Oder? Vielleicht genau da, wo du stehst? Hier? Nein? Gehen wir nochmal weiter? Und wir können schwimmen! Wir können ein wenig schwimmen. Das ist ganz gut. Help me, treasure! Ja, ich suche ja schon. Ja, nee, warte mal. Hier war doch richtig schon eigentlich. Oder? Vielleicht muss ich davor stehen und dann Vision einsetzen.
Da. Genau die. Neben einem Baum sind zwei Seerosenblätter. Der Baum wird es dann nicht sein, oder? Der auch nicht. Ach, der hier ist es. Ah, du findest einen Schatz. Lass ihn aus ausgraben. Mit dem Dolch, mit dem Dagger. Da braucht schon eine Schaufel. Oh, was haben wir denn da? Da-da-da-da! Ein Schleimjuwel. Oh, wie süß. Ein funkelndes Juwel, das unter Schleimen heiß begehrt ist. Bei diesem hier handelt es sich um Babelindas wertvollsten Besitz. Looks valuable. Looks valuable. Anscheinend hat Mida Babelindas gesuchten Gegenstand gefunden. Babelinda ist außer sich vor Freude. Aber ich behalte es. Und allem Anschein nach könnte sie Mida helfen, hier rauszukommen, um sich bei ihr zu bedanken. Begib dich mit Babelinda zu dem Tor mit dem Vorhängeschloss. Warte, du kannst dich vielleicht in deinen Schlüssel verwandeln? Ich meine, okay, in der Form. Sieht so ein bisschen so aus. Na, schau mal, jetzt haben wir auch so eine Lebensanzeige unten. Oder auch nicht? Okay. Interessant. Ich bin sehr gespannt, welche Richtung das Spiel gehen wird. Ich dachte, es geht nach Richtung Pokémon, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, hilf mir mal. Du willst doch nicht etwa... Ein Feuerroller! Robelinda hat das Tor aufgerammt! Ich habe eine dunkle Vorahnung! Admiral Katzbalger wird gar nicht erfreut sein! Hat er uns hier extra eingesperrt oder was? Ich bin maximal verwirrt. Aber komm mal mit. Folgst du uns? Irgendwie nicht. Ah, doch, jetzt. Der AI war ein bisschen zu dumm, aber jetzt hilft sie uns und folgt sie uns. Unserem Abenteuer. Wer bist du denn? Wir sind hergekommen, um Schätze zu finden, und wir werden nicht aufhören, bis wir uns alles bis aufs kleinste Kleinod gekrallt haben. Wenn wir hier fertig sind, wird kein Plunder ungeplündert und keine Beute beutellos sein. Wer wir sind, willst du wissen? Wir sind die gefürchtetsten Piraten weit und breit. Silberweins fliegende Freibeuter. Und ich bin kein geringerer als der sagenhafte Säbelraster, der beispiellose Bukanier persönlich, Admiral Katzbalger. Was zur Hölle? So ein Smash-Screen. Au! Welcome to our crew. Es ist mir eine Freude, dich unserer Crew willkommen zu heißen. Aber ich komme noch gerade von der Crew. Oh, aber ich habe vergessen, dass du gerade erst aufgewacht bist. Bestimmt hast du keinen blassen Schimmer, was vor sich geht. Tja, dann erlaube mir, dich auf den neuesten Stand zu bringen. Wir haben dich durch Zufall auf dem Drachenschädel gefunden. Du hast mitten im Wald tief und fest geschlafen. Ich könnte niemals eine Dame in Nöten ignorieren, also habe ich meiner Besatzung den Befehl erteilt, die schnurstracks hierher zu bringen. Warte, nur mich? Was mit meinem Bruder? Völlig will zu Hause, jetzt wo du wieder auf den Beinen bist. Bei uns bist du in Sicherheit, das verspreche ich dir. Ja, wer bist du nochmal? Wo bin ich? Katzenbalger. Gute Frage. Hier haben meine treue Besatzung und ich unser Lager aufgeschlagen. Von hier aus durchkämmen wir den Drachenschädel nach kostbaren Schätzen. Dazu muss man wissen, dass diese Inseln dafür berühmt sind, dass sie geradezu vollgestopft sind mit Schätzen. Wir haben eine lange Fahrt auf uns genommen, um hierher zu gelangen. Und wir werden erst wieder weiterreisen, wenn wir auch den letzten davon in die Pfoten bekommen haben. Klingt doch an der Crew, wo Mida unbedingt hin will. Passt doch perfekt zu uns. Außerdem, der Schatz hier, der sieht ziemlich crispy aus. There's nothing quite like treasure. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als Schätze. Dafür leben wir Piraten. Deshalb haben wir die fliegenden Freibeuter diesen Ort auserkoren, um unser Lager aufzuschlagen und von hier aus das Land und sein Reichtümer zu erleichtern. Wenn du deine Karten richtig ausspielst, gebe ich dir vielleicht sogar einen winzigen Teil unserer Beute ab, Mädel. Einen winzigen Teil? Ich will aber 50%! Mindestens! Okay, die Protagonisten, nicht die Protagonisten, aber die NPCs sind schon so ein bisschen aus, als wären die aus Pokémon.
Die neue Bande aus Gen 10. Mila hat keine Zeit, um über alles nachzudenken, was sie von Admiral Cutsback erfahren hat. Sie muss Eric finden. Ja, das dachte ich mir auch. Was mit Eric? Das ist noch viel wichtiger gerade. Ne, Bubblender? Da kommst du einfach mal mit, ne? Du hast eh nichts Besseres zu tun wahrscheinlich. Halt! Captain Silberbeins erste Offiziere, Brisidor und Bonnie sind gerade in einer wichtigen Besprechung. Ich kann dich da nicht reinlassen, Mädel. Mädchen, egal wie viele Steine du bei Cutsback am Brett hast, los, zieh deine. Och man, was soll denn das? Keine Gastfreundschaft hier. Ehrlich, also langsam reicht's mir aber mit euch. Willkommen in unserem bescheidenen Lager. Es dient als Basis für alle unsere Raubzüge auf dem Drachenschädel. Und wir haben alle Hände voll zu tun, das kannst du mir glauben. Auf dieser Insel wimmelt's nur so von Schätzen. Das reinste Paradies für passionierte Plünderer wie uns. Au! Du musst die Kleine sein, die der alte Cutsbiker erwähnt hat. Die, die sich im Quell der Frische erschreckt hatte. Hoffentlich hattest du es dort bequem. Normalerweise lassen wir da drin nämlich nur unsere Monster schlafen. Ach, tut mir leid, dass das Tor verschlossen war. Cutsbiker wollte nicht, dass dich irgendwelche wilden Bestien um den Schlaf bringen. Und wie hättet ihr mich da rausgeholt? Ja, wisst ihr auch nicht genau, ne? Habt ihr nicht durchdacht. Mach mal Pause. Du kannst ja in einem Lagerfeuer ausruhen, um die LP und MP deiner gesamten Gruppe vollständig aufzufüllen. Wenn du beim Kämpfen Blessuren erlitten hast oder deine MP zur Neige gehen, solltest du unverzüglich das nächste Lagerfeuer aufsuchen. Wie bei Dark Souls jetzt, oder was? Ein Lagerfeuer sieht sehr einladend aus. Uns geht's gut. Ja, LP sind wahrscheinlich Lebenspunkte und MP wahrscheinlich Magiepunkte, würde man vermuten. Ja, hast dich also endlich entschlossen, uns beizutreten. Was? Tja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, brauchst du nur zu fragen. Hast du meinen Bruder gesehen? Hast du also deinen Bruder aus den Augen verloren, Mädchen? Arr, es gibt nichts Traurigeres als zerrissene Familienbande. Ich wünschte wirklich, ich könnte dir helfen. Aber ich habe niemanden gesehen, der auch nur im Entferntesten so aussieht, als könnte dein Bruder sein. Du wirst wahrscheinlich weiter draußen Ausschau halten müssen, wenn du ihn wiederfinden willst, Mädchen. Brauchst du noch was? Wo sind wir hier? Das ist unsere Schatzjägerbasis, Mädchen. Wir sind ursprünglich nicht von hier, musst du wissen. Nein, wir haben einen langen, langen Flug auf unserem Schiff hinter uns. Was noch was? Wer sind Silberbeins fliegende Drescher? Wir sind Freibeuter unter dem Kommando von Captain Long John Silberbein, dem mächtigsten Piraten aller Zeiten. Wir segeln durch die sieben Himmel auf der Suche nach Schätzen. Und dann stehen wir sie. Ich bin stolz darauf, zu seiner bunten Besatzung zu zählen. Ha, ha. Was noch was? Was ist mit Admiral Cutsbiker? Bist also dem alten Cutsbiker bei den Weg gelaufen, wie? Er ist ein bisschen verschroben, aber er meint's gut. Und du scheinst ihm sympathisch zu sein. Wir haben ihn alle gern, aber um ehrlich zu sein, er ist so nutzlos wie ein gläserner Anker, wenn es um die Schatzsuche geht. Brauchst du noch was? Nee, ich komm klar. Ah, das hat man gern, Mädel. Na, ich bin immer da, falls du Fragen hast, Girl. Alright. Ein Schatz. What's the Zeit? Kieselsteine. Warum habt ihr die da eine große Truhe? Na egal. Ja. Wenn du die richtigen Kugeln hast, kannst du mit deiner Schleuder Gegnern eins auf die Mütze geben und deine Freunde heilen. Stinknormale Kiesel fügen deinen Feinden Schaden zu und Heilungskugeln peppeln jeden Verbündeten auf, der das Glück hat, von einer getroffen zu werden. Ja, praktisch, oder? Möchtest du, dass ich das so aufschreibe, Mädel? Nein, passt schon. Captain Silberbein hat Kyle Spygas ins Herz geschlossen. Nur darum hat er es so weit gebracht. Aber wenn er nicht bald seltenere Schätze findet, wird er wieder zum Deckschrubber degradiert. Ehe er sich's versieht. Okay, was soll ihm helfen? Heilungskugeln stellt eine geringe Menge Lebenspunkte eines Verbündeten wieder her. Oder LP, je nachdem. Was davon jetzt richtig ist, ne? Das Gerücht geht rum, dass der Captain langsam die Geduld verliert, was Cutsbiker betrifft. Es wird ihm einfach nicht gelingen, einen lohnenswerten Schatz zu finden. Kein Wunder. Das ist ja gar nicht gut. Wir sollten ihm unter die Arme greifen, ein bisschen rare Beute finden für ihn. Dachte ich mir auch. Was seid ihr für Gesellen? Die sehen ja lustig aus. Komm, das Schwein. Was? Admiral Cutsbackers neueste Rekrutin ist aufgewacht. Ich habe eine dunkle Vorahnung. Wir sollten Alarm schlagen. Was redest du denn da, Schatjas? Du hast ihm doch vor einer Minute Bescheid gegeben. Oh, stimmt, das habe ich. Danke, Schwarzer. Tut mir leid, ich habe mal wieder vor mich hingedämmert.
Aber habt ihr gesehen, das Schwein redet gar nicht, sondern der Hut darüber, der redet. Geil. Und nämlich so ein bisschen an diesem einen Mario Party 8 Charakter. Und du bist also Admiral Katzbaggers neue Lieblingsrekrutin? Normalerweise fasst er nicht so schnell Vertrauen zu jemandem. Weiß der Himmel, wie du es geschafft hast, dich bei ihm einzuschmeicheln, obwohl du noch im Tiefschlaf warst. Wie dem auch sei, jetzt bist du offenbar wieder auf den Beinen. Und mich beschleicht der Verdacht, dass du vorhast, dich aus dem Lager zu schleichen, stimmt's? Eigentlich nicht. Ich find's ja ganz nett. Außerdem, wir haben sein Vertrauen gewonnen. Vielleicht mag er aber keine Mädchen, keine Ahnung. Ah, du bist eine miserable Lügnerin. Du kannst es kaum erwarten, auszubüchsen. Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Was? Hast du deinen Bruder aus den Augen verloren? Das ist ja düster. Ich wünschte, wir könnten dir helfen, ihn zu finden. Aber wir haben strikte Befehle von Admiral Katzbagger, dich nicht aus dem Lager zu lassen. Aha, ich habe eine Idee. Wenn du uns einen Gefallen tust, überlegen wir uns die Sache mit deinem strengen Ausgehverbot vielleicht doch. Schatjas hat neulich einen Schatz hier in der Nähe versteckt, damit niemand ihn stibitzt. Aber danach hat er prompt vergessen, wo er ihn vergraben hat. Der Idiot. Wenn du den Schatz für uns finden kannst, lassen wir dich vielleicht aus dem Lager entwischen. Nanu, aber Schwarter, wie soll sie denn den Schatz finden, wenn nicht einmal wir wissen, wo er ist? Das ist nicht besonders fair. Natürlich ist es nicht fair, du Dussel. Es ist unmöglich. Das ist ja der Zweck der Sache. Wir sollen sie nicht gehen lassen. Hast du das schon wieder vergessen? Also nochmal von vorne. Schaut ja von deinem Schatz im Lager vergraben. Deine Aufgabe ist, ihn zu finden. Ja, und wenn du das hinkriegst, lassen wir dich anstandslos vorbei. Definitiv, da gibt es nicht den Schatten eines Zweifels. Ehrlich. Gut, dass wir Wabelinda haben. Das Symbol über sie scheint darauf hinzudeuten, dass sie weiß, wo Schatja seinen Schatz vergraben hat. Es wäre wohl eine gute Idee, in Zukunft auch schon auf solchen Symbolen zu halten, denn sie könnten dich zu weiteren Schätzen führen. Fürs Erste müsste Wabelindas Vision Mida helfen, die richtige Schätze zu finden. I like treasure. Hey, du kommst nicht vorbei, hast du vergessen? Nee, ich weiß schon. Unter Fässern mit einem Totenkopf drauf. Schauen wir uns hier mal um, ob wir ein Fass finden mit einem Totenkopf. Auf. Da. Ach hier, right here. Gefunden. Achso, gedrückt halten. Yeah. Ruheloses Herz, ein Accessoire, das sicherstellt, dass seine Träger in Zeiten der Not niemals den Mut verlässt. Oh, das klingt aber nett. What is this thing? Ja, ist ja nicht so wichtig, ne? Hauptsache, wir können es abgeben. Warte mal, was gehen darf. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Der schläft da einfach. Aber der hat keinen Bock, dass er da schläft. Oh, was ein komisches Pack hier. Aha, da kommt ja. Und hast du dort was gefunden, hä? Klar, hier. Schau mal. Na sowas, das hast du tatsächlich. Du hast unseren Schatz gefunden, das ruhelose Herz. Aber wie? Wusstest du, wo ich es vergraben hatte? Ich muss zugeben, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Das ist eine angenehme Überraschung. Wenn du jetzt so freundlich wärst, ich glaube, dieses ruhelose Herz gehört uns. Ey, müssen nicht mal unser Deal? Mida überreicht Schwarte das ruhelose Herz. Hey! Unser Schatz, wunderschön, oder? Seriously? Danke, das hat meine Stimmung erheblich aufgehellt. Tja, wir haben dir unser Monster-Ehrenwort gegeben. Also, ich schätze, du darfst jetzt offiziell hinaus in die große böse Welt auf eigene Faust erkunden. Na los, hihi! Was ist los mit dem? Ach, na schön, ich will mich spendabel zeigen und dir eine Handvoll Kiesel sowie diese alte Karte geben. Bitteschön. Karte des Drachenschädels. Eine Karte eines Teils von Drakonien. Eines legendären Landes voller Schätze. Sie gehört einst zwei sonderbaren Piraten. Und wie so schön. Da draußen sind alle möglichen Windmonster, also sei lieber vorsichtig und sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt.
auf die Karte. Du hast jetzt eine Karte auf der Minikarte. In der oberen rechten Bildschirmecke siehst du, wo du bist und wo du hingehst. Wenn du hier verläufst oder deine Route planen willst, dann drück doch mal... ist das der Screenshot-Button? Home-Button? Um einen Blick auf die große Karte zu werfen. Ach, Minus. Ach, Minus. Das hier ist also die Welt von Dragon Quest Treasures. Leck Lohe. Ist hier ein großer Ort in der Nähe. Und wir sollen aber das Lager verlassen in Richtung Google Hain. Na gut. Kann man speichern? Geht das irgendwie? Gott, der Stickdrift ist richtig schlimm. Zurückziehen. Bist du von mächtigen Gegnern umzingelt und weißt nicht mehr weiter, dann wähle im Menü zurückziehen aus, um augenblicklich zur Basis zurückzukehren. Aber Vorsicht, wenn du das tust, verlierst du alle Schätze, die du unterwegs gefunden hast. Okay. So, Last Resort, schätze ich. Attribute, Zauber. Da, was, das Tier in mir? Hieb, Kombo, Überraschungsangriff, Stibitzen, das Tier in mir. Aha. Und bei dir? Süßer Schleimart. Süßer Klaps. Oh. Aber nicht auf dem Hintern, oder? Knirsch, Knister, Heilen. Kometenhafter Aufstieg. Knister. Gummihaut, Mauerblümchen. Okay. Bin ich mal gespannt. Aber wie speichere ich denn ab in dem Spiel? Wow. Ich mag diesen Cartoony-Artstyle hier. Das sieht gut aus. Ich finde generell, das Spiel sieht gut aus. Ah, jetzt hat er gespeichert. Haben wir in der Ecke gesehen. Okay. Huh? Ah, ein Monster! Der ist aber wach! Ja, mein Dolch! Alter, wir schlitzen uns jetzt nicht auf, oder? Na gut, was sollen wir sonst tun? Er wird uns angreifen. Er würde uns auch aufschlitzen wahrscheinlich. Wow! Was zur Hölle? Abrollen! Okay, jetzt aber! Bam, 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 bam! Yeah! Oh, so ein Live-Combat-Ding. Oh, er greift an, er greift an. Ich hab Schaden genommen. Angriff. Au, verdammt. Oh, anstrengend. Da bist du ja, meine kleine liebe Schatzjägerin. Ich hab schon überall nach dir gesucht. Hä? Und was ist das? Du willst dich mit einem Draco anlegen? Da hast du dir für dein Alter ja ziemlich viel vorgenommen. Aber du musst es nicht ganz alleine schaffen. Schließlich hast du ein Monster dabei, das dir helfen kann. Lass an deiner Seite kämpfen, dann stehen deine Chancen auf einen Sieg schon viel besser. Anfangs fühlst du dich vielleicht ein bisschen überfordert. Aber keine Angst, jeder Kampf macht sowohl dich als auch deinen Monster stärker. Ja, hilf mir, Rabelina. Nicht tanzen, nicht verspotten, du musst angreifen. Dann wollen wir doch mal sehen, was du und dein Monsterkumpel drauf haben. I'm leaving this to you. This is useful stuff. Auf in den Kampf, Monster kann mitkämpfen. Und ich kann meine Schleuder benutzen von weiter weg. Take this. Genau, bam. 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 Schön. Bam, 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 bam. Yeah! Schon die Leiche abgeleckt, ne? Ja, süß, ganz süß, ganz schleimig. You did it. Du hast es geschafft. Das war eine beachtliche Leistung. Aber lass es nicht dabei bewenden. Wenn du stärker werden willst, musst du noch viel weitere Kämpfe ausrichten. Oh, aber wo sind nur meine Manieren? Wir wurden einander noch nicht offiziell vorgestellt. Mein Name ist Porkus. Ich heiße Porkus und bin auf der Suche nach einem ganz bestimmten besonderen Schatz. Hocus Porkus. Okay, verstehe. Ja, Pork wegen Schweinefleisch. Wie das Begleiter. Porkus. Now. Ich freue mich zu sehen, dass du immer noch im Besitz des Drachendolches bist. Diese Dolche bergen eine gewaltige Macht, mit der du allerlei außergewöhnliche Dinge tun kannst. Zum Beispiel kannst du Visionen von Schätzen sehen, die Monster in der Nähe spüren. Aber damit nicht genug. Indem du ein bisschen deine eigenen magischen Macht aufwendest, kannst du dich heilen. Nicht übel, was? Und wenn die Kräfte zweier Dolche kombiniert werden, tja, also dann können wahre Wunder geschehen. Oh, kann ich mit meinem Bruder fusionieren?
Da-da-da-da, Dragon Ball Style. Ja, sagst du. Warte, wo ist denn der blauhaarige Junge, der den anderen Deutsch aus der Erde gezogen hat? Und diese Katze? Listen. Listen. Was? Ihr habt euch aus den Augen verloren und er ist dein Bruder? Ach, naja, das ist ja gar nicht so gut, ne? Aber mach dir nur keine Sorgen. Wenn mich nicht alles täuscht, leistet ihm eine neue katzenhafte Freundin Gesellschaft. Trotzdem sollten wir die beiden nicht allzu lange ihrem Schicksal überlassen. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Das versuche ich schon. Aber ja, danke. Freunde, können wir unseren Bruder in der nächsten Folge finden? Seid auf jeden Fall dabei, wenn wir es versuchen, hier in Dragon Quest Treasure. Ich hoffe, euch hat der Ersteindruck gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und bin gespannt, wie es weitergehen wird mit Wabbelinda.